Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das aktuelle Unboxing von der Brigitte Box für dich, das ist dieses Schätzelein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box bekomme ich in der Kooperation zugeschickt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Brigitte Boxen Team. Und deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Box erscheint alle 2 Monate, kostet zwischen 25 und 30 Euro, je nachdem, welche Aboform du wählst. Aktuell gibt es auch so eine Aktion, die gibt es auch immer mal wieder, dass du ein bisschen Rabatt bekommst, dass das Ganze ein bisschen günstiger ist, ne? Und ja, wie gesagt, alle 2 Monate erscheint die und die hat Produkte im Warenwert von über 100 Euro drin. Das heißt, du hast auf jeden Fall so den vierfachen Warenwert quasi garantiert und das finde ich hammermäßig. Wir haben hier wirklich hochwertige Produkte drin von Marken, wo du gar nicht dran denkst, dass die in so einer Box drin sein könnten und teilweise aber auch große Drogerieprodukte. Richtet sich mehr so an die Frau an sich, also wirklich an die Frau und nicht an die jugendliche Frau und ja. Deswegen fühle ich mich von der Box sehr angesprochen. Wir haben auch immer eine Zeitschrift mit dabei. Dieses Mal ist es die Brigitte Woman, die normalerweise 4 Euro in Deutschland kostet. Und das finde ich auch immer ganz schön, dass wir halt einfach so eine haptische Zeitung mit dabei haben. Genau, das ist nice. Ne? Du hast hier Modetipps drin, Einrichtungstipps und so weiter und so fort. Und das finde ich echt cool. Die wird auch immer schön gelesen. Dann haben wir hier auch noch tales.com, so ein bisschen Werbung, noch mehr Werbung, Foodist. Noch mehr Werbung, My Cake Box bei Koppenrad und Wiese. Ach, wie witzig, 30% auf deine erste Box. Na, das muss ich mir mal angucken. Süße Meisterwerke. Mhm, das finde ich cool. So, dann schauen wir mal hier in das Schätzelein rein, was echt schön farblich aussieht. Dieses Orange und Blau, ne, oder Orange und Lavendel, das passt schon sehr gut zusammen, finde ich, farblich. Und wenn wir dann die Box geöffnet haben, die übrigens meistens sehr schwer ist, weil prall gefüllt, ne? Rieche ich dran? Ich rieche aber nur Papier, leider. Und hier haben wir dann das Seidenpapier und das Seidenschleifchen. Das öffne ich einfach mal. Und dann haben wir hier den Klebi. Den machen wir auch mal auf. So, gut. Da fällt mir direkt das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, aus. Und hier haben wir auch schon den ersten Blicks in die Bo, der so ein bisschen von dem Krüppelpapier verdeckt wird, aber das macht das Ganze doch noch ein wenig spannender. Und das Heftchen, das nehme ich gleich mal zur Hand. Wir schauen jetzt erstmal das erste große Produkt an, was mir hier auch gerade fast auf die Füße geflogen wäre. My New Hair. Da hatte ich letztens in der Blackbox Men auch tatsächlich was von drin, was noch gar nicht online ist. Läuft, kommt noch das Video. Abonniert mich gerne hier, falls ihr das nicht verpassen wollt. Ne? Solltet ihr übrigens auch machen, wenn ihr bei der Verlosung teilnehmen möchtet. Genau, vielleicht, wenn ihr schon mal dabei seid, auch direkt das Glöckchen aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und ein Like da lassen und einen lieben Kommentar schreiben, das finde ich auch immer ganz freundlich. Genau. Keratin-Shampoo, Kraft und Pflege für trockenes, brüchiges und strapaziertes Haar mit Keratin und Jojobaöl. Und ja, ratet mal, was für Haare ich habe. Ne? Das passt ja wie Arsch auf einmal hier zusammen. Trockenes, brüchiges und strapaziertes Haar, safe. Also ich meine, ich style meine Haare nicht groß. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Hitzeschäden oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich blonde Haare habe, ich glaube, blonde Haare sind anders als andere Haare. So, die sind, glaube ich, hohl. Und deswegen sind die sowieso ein bisschen anfälliger, sage ich mal. Ne? Und genau. Deswegen habe ich auch sehr feine Haare und so ein Kram. Steht ja auch gerade alles so Himmel, die Berge zu Berge. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sehr gut Pflege gebrauchen, um da mal auf den Punkt zu kommen. Genau, 300 ml sind hier drin. Ich finde die Tube hier übrigens auch sehr cool. Das ist ja so ein Aufdrehvieh. Unter der Dusche mag ich das lieber, wenn ich eine Pumpe habe oder wenn ich eine Tube habe. Ne? Weil wohin mit dem Deckel? Das ist immer so meine Sache unter der Dusche. Ne? Das ist immer ein bisschen unpraktisch, aber es sieht hübsch aus. Riecht sehr angenehm, sehr natürlich und du riechst auch wirklich diese Fliegegeschichte. Ich glaube, dass das Jojobaöl so riecht, keine Ahnung. Finde ich aber cool. Und das ist halt so eine Geschichte, ne? Full Size in der Box mit drin. Na, ihr wollt es doch sehen. So. mag ich gerne. Ich will jetzt erstmal wissen, was für ein Thema die Box hat, weil das ist, glaube ich, auch eine gute Geschichte. Schön und entspannt mit der Brigitte Box Nummer 2.
Mal gucken, was wir hier für Entspannungsprodukte drin haben. Ich meine, gut, so ein bisschen Haarpflege, ne, das passt auf jeden Fall. In diesen Zeiten ist es gar nicht so einfach, wirkliche Wohlfühlmomente zu erleben. Das stimmt. Ich ziehe mir das aktuell so ein bisschen mehr rein, indem ich halt so ein Buch lese und mir einfach mal gönne. Umso wichtiger, dass wir aktiv für uns sorgen. Mit dieser Edition der Brigitte Box können Sie sich, man wird gesiezt, ne? Ganz auf sich selbst konzentrieren, sich Ihrem Körper und Ihrem Geist etwas Gutes tun. Sind hier irgendwelche Sachen vielleicht auch zur Meditation oder sowas drin? Mal gucken. Beim Auspacken werden Sie Produkte finden, die Ihre natürliche Schönheit von innen und außen in Szene setzen. Okay. Pflegende und dekorative Kosmetik, ja, mit der Sie sich verwöhnen und dabei ausschließlich an sich denken können. Wir haben halt in der Brigitte-Box sowohl dekorative als auch pflegende Kosmetik drin, aber auch so Lifestyle-Produkte manchmal. Deswegen bin ich gespannt, was wir dieses Mal dann bekommen werden. Die Brigitte-Box, schön und entspannt, entführt Sie in den Amazonas-Regenwald, okay, schenkt Ihnen Ruhe und Entspannung und stellt Ihnen ein Hobby vor, das nicht nur Ihre Kreativität fördert, sondern auch dabei helfen kann, sich besser zu fokussieren. Und hier ist eine Frau abgebildet, die strickt. Leute, stricken und ich, ne? Wir sind nicht die besten Freunde. Ich guck mal, ob das funktioniert. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Auspacken, Entdecken und Testen. Ihr Brigitte-Box-Team. Alles klar, dann bring mir mal Stricken bei, liebe Brigitte-Box. Mir. Ich hatte so eine Strickliesel mal, ne? So als ich noch echt jung war. Das habe ich auch gut hingekriegt. Ich habe letztens mal versucht, diese Strickliesel zu reaktivieren. Hat nicht funktioniert. Also da war ich echt nicht gut drin. Also jetzt in meinem 31-jährigen Alter. Von Alverde Naturkosmetik haben wir hier eine Lidschattenpalette in der Farbe 02 Furry Nudes drin. Ich habe letztens auch ein Full Face Alverde geschminkt und da habe ich euch auch gesagt, ich hatte schon das ein oder andere Mal eine Alverde Lidschattenpalette in der Hand. Es sind recht schöne Farben, du kannst damit auch sehr natürliche und einfache Looks schminken, für den Alltag gut geeignet. Ich persönlich bin da ein bisschen verwöhnt. Ich habe ein sehr, sehr tolles Portfolio, was Lidschattenpaletten angeht. Das heißt, die wird demnächst mal weiter wandern, die wird nicht bei mir bleiben. Ja, aber ich finde es nice, dass hier Naturkosmetik drin ist. Alverde ist auch nie verkehrt, da sind schöne Produkte mit bei. Also in meinem Fullface, ne, habe ich euch ja eben verlinkt, sieht man auch, wie gut manche Produkte daraus sind. Aber wir haben ja noch ein bisschen was anderes Dekoratives damit dabei. Sieht mir aus wie ein Nagellack. Das ist Oslo Airlines Shake Well Jill. Okay, Oslo Airlines, das hatten wir auch schon öfters mal mit drin, ne? Das ist mega hochpreisig und ich habe keine Ahnung, wie der Preis zustande kommt. Ich weiß gar nicht, was es kosten wird, aber diese Nagellacke von denen sind super, super teuer. Gib das mal auf, gucken wir das. Oh. Ich glaube nicht, dass es ein Nagellack ist. Was ist das? Es hat so einen Prömpel nach oben hin. Das sieht mir fast aus wie ein flüssiger Blush, ne? Was so? Okay. Wie kriege ich da was raus? Tropf. Hallo. Achso, da stand was mit Shake Well drauf, ne? Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ein Hoch. Okay, jetzt habe ich hier so einen Tropfen. Also dekorative Kosmetik kommt bei mir auch immer, wow, in ein Full Face. Es könnte fast, also von der Deckkraft her könnte das eine Foundation sein, Leute. Wow. Boah, wie will ich das denn dosieren? Das wird ein interessantes Gedönsen werden hier. Wow. Aber schön. Also wenn das wirklich ein Blush ist, das lese ich mir gleich mal kurz nach. Was muss ein Blush sein? Was ist das sonst, ne? Ich habe mir jetzt ja wohl keinen Nagellack auf meine Hand gegeben, oder? Fühlt sich jedenfalls nicht so an. Aber das ist jetzt super schnell angezogen. Also sehr, 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 sehr schnell eingetrocknet. Wow. Wir gucken mal. Da, Oslo Airlines, Micronized Liquid Make-up Rouge, genau, 38 Euro, yeah. Genau, krass. Und das ist Jilin in China, also die Abkürzung JIL steht für den Flughafen Jill. Denn Oslo Airlines ist jetzt nicht eine Airline, die sich überlegt hat, wir machen Kosmetik, nee. Das ist einfach die Marke, ne? Und die Marketingstrategie ist, dass die alle Produkte halt mit Namen versehen, die für die jeweiligen Flughäfen wohl irgendwie stehen. Und ja, genau, das steht jetzt für Jilin in China und das ist eine schöne Farbe. Passt auch wohl zu mir, muss ich wirklich sagen. Das, ne, man hätte auch unterschiedliche Farben drin haben können, habe ich gerade gesehen. Das finde ich nice, aber boah, da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Aber ich denke, mit so einem Stippling-Brush aufgetragen, ja,
alles so schnell trocknet, ne? Mal gucken, wie ich das hinkriege oder ob es ein Desaster wird. Hier habe ich was drin. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in einer Degusta-Box drin. Und zwar ist das von Tasty Bite Chana Masala Kichererbsen Curry. Und das habe ich öfters schon mal drin gehabt, ne? In diesen Fertiggeschichten. Fertig in 60 Sekunden steht hier auch drauf. Das machst du einfach in der Mikrowelle. Das nehme ich mir gerne mit zur Arbeit. Und wenn ich dann mal einen Tag hatte, wo ich einfach keinen Bock drauf hatte zu kochen oder sonst irgendwas, habe ich mir das einfach warm gemacht in der Mikrowelle. Und dann mit hier Knäckebrot oder mit Toast oder was auch immer ich gerade so da hatte, habe ich das gegessen. Das hier isst du dir eigentlich hier mit so einem, ne, Fladenbrot. Habe ich jetzt nicht so unbedingt vorrätig auf der Arbeit. Aber für mich ist es ein praktisches Essen für mal eben, ne, falls ich was vergessen habe. Oder falls ich mein Essen zu Hause habe liegen lassen. Auch das passiert öfters mal. Und deswegen finde ich das ganz nice. Das ist geschmacklich auch ganz lecker. Das, was ich hatte, das war auch irgendwas mit, weiß ich nicht, so eine Art Chili con Carne oder Chili Sin Carne, also ohne Fleisch quasi. Das war sehr, sehr kräftig. Also die sind mega krass gewürzt, die Teile. Aber die sind ganz lecker. Also finde ich cool. Das mag ich. Dann habe ich hier was drin, das ist mehr so ein Lifestyle-Produkt, sage ich mal. Original-Bachblüten Rescura. Die Original-Bachblütenmischung. Also das sind Bachblüten, ich kann mich dran erinnern damals, ne? Ich hatte auch öfters mal so Prüfungsangst und sowas. Da habe ich dann auch von meinen Eltern Bachblütentropfen bekommen oder Bachblüten-Drops oder Globulis, glaube ich, gab es da auch von. Das finde ich ganz cool. Also wenn man dann so Unruhezustände hatte, hat man das bekommen oder halt vor Prüfungen. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Das ist so cool, ne? Ja, das ist halt so ein... Kenne ich halt aus der Kindheit und da machst du halt nichts mit falsch, weil da glaube ich halt auch wirklich sehr, sehr natürliche Inhaltsstoffe drin sind. Das besteht aus dem gelben Sonnenröschen, der weißen Waldrebe, dem drüsentragenden Springkraut, der Kirschpflaume und dem doldigen Milchstern, ernsthaft. Okay, ja, läuft bei ihm. Ne? Also sowas kann ich mir auch gut vorstellen für mich persönlich, weil ich habe das jetzt ja aktuell tatsächlich. Nicht, dass ich Prüfungsangst habe oder so, sondern dass ich halt manchmal auch in so einen Unruhezustand komme, dass es mir einfach nicht gut geht. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man diese Bachblütentropfen einfach so in der Tasche hat und dann einfach mal zu sich nimmt. So, das kommt mir auch bekannt vor. Die Marke auf jeden Fall. Das hatte ich letztens auch in irgendeiner Box als Haarmaske. Natura Ecos. Das ist eine Restorative Butter. We are vegan. We use fair trade biodiversity ingredients from the Amazon. Das ist jetzt hier dieser Amazonas-Ausflug wahrscheinlich. Das sieht ja interessant aus. Ich glaube, das ist nur die Verpackung, die so dunkel ist. Oder weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist eine... Ich denke Körperbutter, ne? Restorative Butter. Lässt sich das öffnen. Kann ich hier vielleicht mal dran riechen. Ist auch noch zu. Ach, hieß jetzt hier so nichts raus. Ne, ich habe jetzt gerade noch eine in Anwendung. Das heißt, die mache ich jetzt nicht auf. Und zwar eine sehr, sehr große von M. Asam. Bis die auf ist, es dauert echt noch ein Weilchen. Ich hätte jetzt... Okuoba steht hier übrigens drauf. Der ich vermute, dass es eine Körperbutter ist. Ach, guck mal, bei Alverde, da hätte man auch noch so eine blaue Lidschattenpalette übrigens alternativ mit dabei haben können. So, 20% Natura Brick, Ecos Ukuoba Körperbutter, genau. Und das hat was hier. Als Pioniermarke in der brasilianischen Kosmetikbranche entwickelt Natura seit 1969 Pflegeprodukte auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe. Vegan, cruelty-free. Das ist doch schon mal nice, ne? Das finde ich cool. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie auch die Konsistenz so ist und so. Aber wie gesagt, ne? Ich habe gerade noch eine in Anwendung. Dann haben wir hier ein basisches Badesalz. Detox Pure neutralisiert die Säuren auf der Haut. Ein Gesundheitsbad mit weißer Tonerde und Aktivkohle von TTZ. Das hatte ich auch mal in einer Apothekenbox tatsächlich mit drin und das ist vegan. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil ich habe halt keine Badewanne. Ich mache mir das, wenn dann, ins Fußbad und da habe ich noch eins, was noch recht gut gefüllt ist, um das so zu sagen. Hier kannst du dran riechen und es riecht sehr pudrig lecker. Sehr angenehm. Also das mag ich gerne leiden. Das kann tatsächlich auch eine gute Geschichte sein, was man unisex verwenden kann. Ne? Das ist halt auch für Männer geeignet. Das ist nice. So, hier habe ich was zu trinken drin und ich habe schon ein bisschen Durst. Low Calorie.
Ich habe ein bisschen durch. Ich bin ein bisschen durch, Leute. Es tut mir leid. Mit Kollagen von Bloom Beauty Essence Skincare Drink mit Kollagen. Ja, ihr kennt meine Einstellung tatsächlich ja zu diesen ganzen Beauty Tabs und Beauty Drinks und Beauty Bla. Ich hoffe, dass es einfach schmeckt. Das ist mit schwarzer Johannisbeere, mit Aloe Vera, Vitaminen, mit Süßungsmitteln. Ja, ne? Kann nur was werden. Ich werde mir das jetzt geben. Doch, das ist so die Farbe hier unten. Schwarzes, ja, kann man sich geben. Ich weiß jetzt nicht, ne, dieses Kollagen, ja, was das genau so dann macht. Ich habe, bin ich ehrlich, keine Ahnung, ob das alles so funktioniert. Ich weiß, bei H-Vitamin, diese Ivy Bears und wie sie nicht alle heißen, wenn ich die zu mir nehme, dann sprießen mir die Haare, ja, aber wirklich überall. Ne? Also dann kannst du dich gefühlt jeden Tag auch unter den Achseln und an den Beinen rasieren. Das macht dann echt keinen Spaß mehr. Wenn man Bock drauf hat, dann soll man sich das gönnen. Wenn man irgendwelche Kollagen-Drinks nehmen möchte, soll man sich das gönnen. Ich bin eher darauf bedacht, dass wenn ich solche Nahrungsergänzungsmittel nehme, dass es Produkte sind, die für meine Gesundheit sind und nicht dieses ganze Schönheit von innen. Nee, das ist für mich persönlich eigentlich eher Geldmacherei. Aber da bin ich einfach nur mal ehrlich. Genau. Prost. Es ist lecker. Es ist halt Johannisbeersaft, ne? Das schmeckt gut. Aber da kann man sich auch genauso gut Johannisbeersaft kaufen, ne? Ist jetzt nicht, dass da irgendwie ein sandiger Geschmack oder sowas mit drin wäre. Es ist einfach wie ein ganz normaler Saft. Habe ich jetzt eine rote Zunge? Nee. Okay, ein bisschen was haben wir hier noch. Und zwar von Aloe Lips. Nee, Forever TM. Keine Ahnung, Lippenpflegestift mit Jojoba. Sehr gute dermatologische Eigenschaften. Sanftpflege für die Lippen. Das kann man gut gebrauchen. So ein Lippenpflegestift ist nie weg, ne? Finde ich ganz gut. Und dann habe ich noch ein Produkt hier. Und das ist, glaube ich, das Produkt-Highlight. Jedenfalls habe ich das eben schon ein paar Mal im Heftchen da gesehen. Von Eucerin, den Hyaluron-Filler. Das ist eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30. 20 ml sind in diesem Pöttchen enthalten. Und das ist eine wirklich sehr gute und hautverträgliche Pflege. Ich habe da schon das ein oder andere Mal was in Boxen, in Adventskalendern und so weiter drin gehabt. Habe ich dann an Freunde gegeben und auch an meine Mütter, da habe ich ein paar von, ne? Mama, Stiefmama, Schwiegermama in Spee, Stiefschwiegermama in Spee, Omama, ne? Schwiegeromama. Auf jeden Fall haben die halt gesagt, dass es ein ganz gutes, hautverträgliches Produkt ist. Die haben es ja gut gefunden und ja, deswegen, ne? Kann ich halt nur so als Feedback geben. Ich selber habe die, glaube ich, noch nie verwendet. Nö. Ihr Lieben, das war jetzt die Brigitte Box. Jetzt weiß ich nur nicht, was die hier mit dem Stricken wollten. Weil die haben doch jetzt hier irgendwas mit einem neuen Hobby gesprochen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Da wird im Heftchen das vorgestellt, das Stricken. Ja, okay. Das ist okay. Das kann man sich mal gönnen. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und vielleicht lerne ich dadurch wirklich stricken. Aber gut, ne? Dafür, dass es in diesem Text so groß angekündigt worden ist, hätte ich irgendwie cool gefunden, wenn die hier wirklich Stricknadeln oder einfach einen Wollknäuel oder so reingepackt hätten. So ist es dann ja so ein bisschen, ja gut, das steht im Heftchen, hast dann vielleicht eine Online-Anleitung, aber irgendwas Haptisches dazu hätte ich noch cool gefunden. Keine Ahnung, nur so meine Geschichte, ne? Ja, wir hatten hier ganz coole Produkte drin. Ich glaube, mein coolstes Produkt sind die Bachblütentropfen tatsächlich. Also das ist so mein Highlight. Den Blush habe ich Angst vor, habe ich aber auch echt Bock drauf. Das kommt in meinen Full-Face-Beauty-Boxen aus März, denn wir haben es noch März. 27.3. heute. Und ja, war aber schon eine schöne Mischung, ne? Also wenn man bedenkt, dass man da 25 bis 30 Euro für die Box für bezahlt, lohnt sich das definitiv. Man hat einfach dann alle 2 Monate so einen kleinen Einblick in die Beauty-Welt und kann einfach mal so schauen, was geht gerade so ab, was ist gerade so trending. Und das finde ich eigentlich ganz geil an dieser Box auch. Und deswegen finde ich sie ganz nice. Und das war es auch schon mit dem Unboxing. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!